so die Ausblicke. Zu meinem eigenen Rum kann ich noch erzählen, dass ich da leider seit dem letzten Stream, der ja nicht so lange her ist, noch nicht so viel weitergekommen bin. Aber ich habe die Rezeptur weiter verfeinern können. Soll man das so sagen? Also ich habe Grundstoff vom Hersteller. Da hatten wir ja die Diskussion. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Mein eigener Rum. Da gibt es ja das sechste Video jetzt mittlerweile. Nee, das fünfte Video online. Mein eigener Rum. Und da ging es ja um einen Kommentar, den ich im letzten Livestream gelesen hatte, von wegen, du produzierst ja gar nicht selber. Und das war nicht das Problem. Das war tatsächlich nicht das Problem am Kommentar. Was mich dann aber tatsächlich an dem Abend sauer gemacht hat, ist, dass derjenige noch geschrieben hat, peinlich. So, peinlich. Und da fühlte ich mich angegangen. Und deswegen habe ich dann nochmal erklärt, natürlich stelle ich den Rum nicht selber her. Und das wollte ich jetzt sagen. Aber der Hersteller hat mir einige Samples geschickt und hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich selber abschmecke, wie das perfekte Mischungsverhältnis ist. Denn ich habe gesagt, hier, ich möchte einen Rum, einen würzigen Rum auf Barbados-Basis haben. So viel könnt ihr also schon mal gerne wissen oder sollt ihr jetzt auch wissen. Also einen würzigen Rum, einen alten Rum auf Barbados-Basis oder aus Barbados. Und der soll aber so schmecken, dass er zu meiner Geschichte passt. Beziehungsweise natürlich habe ich die Geschichte geschrieben mit der Vorstellung, wie das Ganze später mal schmecken wird. Und es handelt sich halt um einen Story-Rum und generell um eine ganze Story-Rum-Reihe. Und es ist noch nicht fertig, was soll ich sagen? Aber ich habe tatsächlich noch wieder neue Samples probieren können, selber ausprobieren können, das Ganze auch zu mischen. Bin da einen Schritt weiter, brauche jetzt aber noch wieder die Hilfe von dem, soll ich sagen, Sommelier, auf jeden Fall von dem Rum, Lieferanten, so, ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich muss ihn mal fragen, wie ich ihn nennen soll. Und da brauche ich jetzt neuen Input, was ich als nächstes machen soll. Also wie ich als nächstes mischen soll, damit das noch wieder weiter in die Richtung kommt, die ich mir tatsächlich am Ende vorstelle. Und es ist halt mega schwer, persönlichen Geschmack per WhatsApp, Audio, Mail und sei es ein Videocall, die wir auch machen, aber es ist halt super schwer, das darüber zu beschreiben und deswegen zieht sich das Ganze auf jeden Fall. Aber es kommt voran, das Thema. Es tut mir leid, ich selber dachte tatsächlich, dass es Ostern soweit wäre, dass ich den Rum auf den Markt bringe. Vielleicht wird es auch Ostern, aber nicht mehr dieses Jahr. So, im Moment ist tatsächlich das neue Ziel, es Weihnachten auf den Markt zu bringen. Das ist aber keine offizielle Ankündigung hiermit. Ich werde es offiziell ankündigen, wenn ich sicher bin, dass es dann auch wirklich funktioniert. Und deswegen sage ich im Moment noch nicht Weihnachten. Aber das ist so mein interner Plan, dass ich bis Weihnachten da auf jeden Fall mit rauskommen möchte. Beziehungsweise eigentlich schon gerne Oktober, damit man halt schon vorher da irgendwie was zum Verschenken hat. Ne? So. So viel zu meinem eigenen Rum. Habt ihr noch Fragen?